Ja, Mahlzeit an alle Zuschauer zum jetzigen Mittagsausblick, mehr oder weniger hier zum DAX beim JFD Live Trading TV. Es grüßt Sie Christian Kämmerer und wir wollen einen Blick auf die Märkte werfen, die ja heute Morgen schon relativ turbulent anfingen, eben hier mit dem verzögerten Handelsstart seitens der Eurex, technische Probleme und dergleichen. Soll uns aber jetzt gar nicht weiter aufhalten. Wir wollen uns direkt hier dem DAX Intraday Chart zunächst erstmal zuwenden. Ganz kurz hier auch die Beschau auf den Handelstag selber. Dienstag hier generell ein bullischer Tag mit 56% positiver Schlusspreise. Sieht also ganz gut aus, dass wir hier die bisherigen leichten Tagesverluste noch ausgleichen können im Sinne einer weiteren Tageserholung. Und das hat sich wirklich ganz gut dargestellt bislang. Wir schauen gleich hier links auf den Stundenchart zum DAX. Also heute hier statistisch gesehen einer der stärksten Tage mit einem positiven Abschluss während der letzten 52 Handelswochen. Der Dienstag hier klar bullisch, hingegen sehr, sehr interessant. Freitag hier nur mit 37% positiver Schlusspreise. Hier wohl eher ein Tag, an dem der DAX mehr oder weniger zum Short einlegt. Aber gehen wir auf die aktuellen Geschehnisse ein. Wir zoomen uns mal ein Stück weit in den Stundenchart vom DAX. Hatten wir auch gestern auf der Uhr im Sinne dessen, dass wir hier diesen Widerstand 1940, 1950 gebrochen haben. Seitdem ging es eben dann auch hier sukzessive nach unten. Und wir haben dann hier im Sinne der Griechenland-Eskalation mehr oder weniger dann tatsächlich auch noch einen stärkeren Sell-off zum Handelsschluss bekommen. Hier die 24-Stunden-Indikation von JFD zeigt an, dass es dann eben weiter in die Tiefe ging bis zu den Morgenstunden. Asia Session Start, European Session ging es dann hier nochmal ein deutliches Stück weit nach unten. Und wie gestern aber auch schon angezeigt, wenn wir hier eben durchbrechen durch diese Aufwärtstrendlinie, die wir hier ein Stück weit angepasst haben, beziehungsweise durch diesen Aufwärtstrendkanal, wenn wir da hier weiter nach unten uns orientieren und das Niveau von 10.900 Punkten aufgeben, was wir eben nachbörslich getan haben, dann spricht viel dafür, dass man einen Test dieses Levels hier bei eben 10.000 790, 10.800 Punkten erwarten dürfte. Genau da sind wir hingelaufen und interessanterweise gab es dann eben prompt Postwenden, wie es so schön heißt, ein starkes Reversal. Und jetzt sind wir eben hier wieder dabei, die Marke von 10.890, 10.900 Punkten zurückzuerobern. Und Sie sehen die aktuelle Kerze. Hier, wie gesagt, die 24 Stunden Realtime-Indikation von JFD Brokers. Und wir schrauben uns hier gerade über diesen Widerstand nach oben hinaus, beziehungsweise über diesen vorherigen Unterstützungsbereich, der jetzt dann eigentlich als Widerstand fungieren sollte. Und wenn wir uns ein Stück weit rauszoomen, wird hier die Relevanz, wie gesagt, durchaus deutlich dieses Bereichs. Und wenn wir uns jetzt per Stundenschlusspreis darüber halten können, spricht viel dafür, dass, wenn wir hier noch beflügelt werden durch die Amerikaner am Nachmittag, hier durchaus das Niveau von 10.950 wieder ansteuern können auf der Oberseite. Es muss sich natürlich zeigen, ob der DAX den Drive hat, hier weiter fortzusetzen. Wir sind sicherlich recht steil nach oben gelaufen. Kann man hier auch sehr schön durch diesen RSI-Oszillator hier symbolisieren. Moment, jetzt muss ich mir mal greifen. Jetzt habe ich ihn. Ja, man sieht hier diese Situation des überverkauften Bereichs und jetzt sind wir hier sehr, sehr steil angestiegen. Das kann natürlich jederzeit für eine Konsolidierung sprechen, wenn hier bei 10.890, 10.900 Punkten der DAX pausiert hätte. Wäre das hier eine schöne Chance gewesen, hier einen Rücksetzer aufzunehmen, um eben zu sagen, okay, beide Dip. Wenn der hier nochmal zurückkommt, dann hier auf eine Trendfortsetzung nach oben zu spekulieren. Aber der macht überhaupt keine Anstalt. Der DAX zieht hier durch und das nächste Kursziel wäre eben hier 10.950 Punkten der Widerstand vom Vortag. Ganz, ganz klar. Die Unterstützung bei 10.790 Punkten hat hier einen Test erfahren. Hatten wir, wie gesagt, schon lange hier auf der Agenda. Und wenn wir jetzt dieses Niveau halten können, also hier nicht mehr unter die heutigen Tagestiefs fallen, auch mit Blick auf die nächsten Tage, sieht das eigentlich ganz gut aus, dass wir uns hier nach oben weiter emporschrauben können. Geben Sie halt, wie gesagt, acht, wenn der DAX hier nochmals unter 10.890, aus welchen Gründen auch immer, US-Rückschläge, schwache Eröffnungen, Konjunkturdaten, die nicht so ins Rahmenbild passen. Also wenn wir hier nochmal jetzt einen Shootingstar machen, hier die Kerze. Der Vorstunde hat schon solche Andeutungen gehabt, direkt hier am Widerstand. Wenn es aber eben, wie gesagt, nochmal so eine Kerze gibt und wir hier deutlicher unter 10.890 gehen, dann muss man mit einem Retest rechnen. Hier bedarf es einer zwingenden Stabilisierung, denn wenn das nicht gelingt, dann hat der DAX hier deutliches Abwärtspotenzial bis hier zur nächsten markanten Unterstützungszone im Bereich 10.630 Punkten. Das wäre dann hier diese untere Linie. Davon will ich aber, wie gesagt, aktuell gar nicht sprechen, denn es sieht eher so aus, als würde der DAX hier im Sinne eines positiven Handelstages auch weiter emporsteigen wollen. Ich will Ihnen auch zusätzlich noch die FTSE-Logik des heutigen Tages nicht vorenthalten, die FTSE-Vektor-Logik, die hier interessant daherkommt, denn die hat für den DAX grundsätzlich schon mal einen positiven Handelstag vorausgesehen.
Wir sehen hier Xetra-Preise, die ist Xetra-Barcharts. Eigentlich soll das direkt vom Handelsstart bergauf gehen und zwar deutlich bergauf anhand hier der historisch-statistischen Auswertung und der Projektion in die Zukunft zu sagen, hier praktisch die Kristallkugelbeschau. So könnte sich der DAX entwickeln hier auf Stundenbasis. Es gab, wie gesagt, zunächst den Rückschlag. Jetzt passen wir das einfach mal an. Wir ziehen sozusagen die eigentliche Annahme an den aktuellen Preisverlauf heran und da sehen wir aber auch, dass im Sinne dieser positiv eingestellten Fuzzy-Logik es durchaus möglich scheint, dass der DAX hier weitere Hochpunkte markiert, beziehungsweise eben hier die Marke von 11.000 Punkten nochmals ins Visier nimmt, um sie dann möglicherweise zu überwinden. Also wir haben hier positiven Rückenwind seitens der Intraday Fuzzy-Logik hier mit Blick auf die Stunden, Schrägstrich sogar auf den morgigen Handelstag. Ich bin mir nicht sicher, ob 11.200 wirklich jetzt das Niveau ist, was wir für morgen bereits auf der Agenda haben sollten. Aber interessant sieht es in jedem Fall aus, dass wir hier statistisch und eben nach der Pattern-Vektor-Logik hier durchaus Potenzial auf der Oberseite sehen. Abschließend Intraday, wie gesagt, gut besprochen. Wenn wir uns hier über 10.890, 10.900 Punkten halten können, ist 10.950 das nächste Ziel. Und wenn wir darüber gehen, dann greifen wir die Marke von 11.000 Punkten an. Und alles Weitere ist dann praktisch hier ja, Niemandsland, Nirvana. Aber dazu jetzt mal den Blick auf den Tagesschart. Wenn wir hier wirklich schon wieder nach oben aufdrehen, dann dürften wir früher als erwartet hier diese Zielmarke, die wir schon lange auf der Agenda haben, 11.350, 11.400 Punkten anvisieren. Dann wären wir auch hier wieder im Bereich dieser oberen deckelnden Trendlinie. Dann könnte es nochmal einen kleinen Rücksetzer geben und dann im Idealfall schraubt sich der DAX hier sukzessive Step by Step weiter empor. Sieht wie gesagt ganz gut aus, was der DAX hier fabriziert. Auch im Tagesschartintervall lässt sich jetzt hier sogar mit den heutigen Rücksetzern anhand von drei Auflagepunkten kurzfristiger Aufwärtstrend einzeichnen, der eben aber auch hier verdeutlicht, wir sollten jetzt nicht nochmal unter 10.790, 10.700 konkret 63 Punkte zurückfallen. Wenn das passiert, dann muss man dann doch hier einen stärkeren Rücksetzer einplanen, der, und damit runden wir das Bild ab, technisch gesehen auch eigentlich in die Saisonalität passen würde. Der Monat Februar jetzt nicht der bullischste Handelstag für den DAX. Sieht auch hier so aus, als würden wir in den kommenden Tagen bis zum Ende des Monats rein saisonal bedingt. Das ist ein reiner Saisonalitätsindikator. Hier geht es nicht darum, was der DAX machen könnte, sondern so hat er sich im Blick oder mit Blick auf die letzten 15 Jahre verhalten. Es ging tendenziell während der letzten Handelstage Februar und zu Beginn des März nach unten, um dann hier eine Vorausschau auf die nächsten 40 Tage, um dann hier wieder sauber nach oben zu ziehen. Also selbst wenn der DAX größer konsolidieren würde, sieht das grundsätzlich technische Bild unverändert auf Tagesbasis sehr, sehr bullisch aus und insofern gilt es doch, den Bullen weiter zu reiten. In diesem Zusammenhang, liebe Zuschauer, wäre ich auch schon durch zum jetzigen JFD Live Trading Report. Wir schauen uns nachher nochmal das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar an. Wir hatten das heute Morgen im Devisenradar. Sehr, sehr interessante Entwicklung. Hat genau das gemacht, was auch hier sozusagen erwartet wurde. Wie gesagt, da gibt es nachher gleich nochmal eine Sendung im Nachschlag. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten und freue mich auf später. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.